Wir haben verdiente ja auch Mensch. Eben schon das Schwein geritten. Welches Schwein? Das ist genial. Das ist schönes Karussell? Ja. Um 17 Uhr sind die Weisheitslinie dran mit drei Motorrädern und da oben auf 62 Meter hoch. Ich wollte einfach nur noch mal fragen, wie ist das so kurz vor dem Auftritt, dass man so ein bisschen beschreibt, hier ist ja besonderer Rummel, jetzt ist es nass und kalt, nicht so viele Leute da, aber trotzdem, wie fühlt man sich jetzt kurz vorher? Also ich finde es ein tolles Gefühl, ich arbeite immer wieder gern, klar ist das Wetter nicht so optimal, aber die Arbeit macht Spaß. Ja, und bei mir ist so, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, bin ja der Chef, muss ja alles verantworten, muss auch manchmal bremsen, wenn die jungen Artisten zu doll, zu hoch hinaus wollen und das Wetter widrig ist, aber hab ein gutes Gefühl, das wird eine schöne Show. Spektakulär. Also alleine schon, als der gar oben auf der Peitsche war und da mit der Trompete noch gespielt hat. Also fantastisch. Und die drei auf den Motorrädern mit den Damen unten dran, super, wo die da ausgerollt haben. Diese Girlande, spitze. Einfach spitze. Wir haben jetzt die Hochseilshow gesehen. Ja. Wie war das? Ja, ich fand es faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man für so relativ wenig Geld so viel geboten bekommt. Ich fand es toll, muss ich sagen. Ich würde es weiterempfehlen. Die Hochseilshow war sehr spannend. Sehr gefährlich auf jeden Fall. War eine gute Attraktion. Ja, ich fand es auch sehr schön. Wäre das Wetter noch ein bisschen besser gewesen, dann hätten wir noch öfter hochgucken können. Ja, der Himmel hat ein bisschen geweint jetzt, aber es gab ja viele andere Attraktionen jetzt hier auf dem Jahrmarkt. Anno dazu mal. Was haben Sie denn schon gesehen? Was war noch gut? Die Flatulenz-Show haben wir gesehen. Die war äußerst unterhaltsam. Und auf dem Karussell waren wir und haben uns die alten Gemäuer angeguckt, die alten Häuser. War ganz interessant.